Am Weg hierher zum Treppelweg in der Nähe der Rollfähre sieht man schon die ersten Fahrverbotsschilder, die wetterbedingt aufgestellt sind. Aber wir haben festgestellt, die Rollfähre, die ist noch aktiv. Und dort sieht man auch sehr gut, wie hoch der Stand, der Pegelstand der Donau ist. Also der ist noch nicht im gefährlichen Bereich. Das ist immer dann, wenn dann die Treppe von der Straße zur Rollfähre nach oben geht, dann wird sie abgestellt und dann geht es in die Richtung, wo hier dann auch schon die ersten Überflutungen stattfinden und teilweise die Straßen dann unter Wasser stehen. Die Meteorologen von der Geosphere Austria, die gehen davon aus, dass die größten Regenmengen für den Raum Wien, aber auch Burgenland und Niederösterreich so zwischen Freitagabend und Samstagabend zu erwarten sind. Hier gibt es Vorhersagen mit 100 bis 200 Liter. Allerdings Einzelne, die sagen, es könnte noch viel mehr werden. Vielleicht sind sogar 300 Liter auf den Quadratmeter. Das sind unglaubliche Mengen, die führen dann eben auch zu lokalen Überflutungen, teilweise eben auch zu Hangrutschungen und in höheren Lagen zu Schnee. Wir haben ja gerade gehört von unserem Kollegen Mike Vogel in Oberdauern, da liegen inzwischen schon mehrere Zentimeter Schnee, da ist er richtig gehend eingeschneit worden und das wird jetzt eben in den nächsten Stunden noch so weitergehen. Bis in den Sonntag und auch in die nächste Woche hinein ist mit Niederschlag zu rechnen. Wie gesagt, der Höhepunkt dann irgendwann zwischen Freitagabend, Sonntag früh, da kann man auch in Wien schon damit rechnen, dass auf jeden Fall dieser Bereich hier abgesperrt sein wird. Es hat ja auch bei den letzten Starkregenfallsituationen in Wien ein paar unangenehme Situationen und sogar eine Katastrophe gegeben. Eine 45-jährige Frau ist ja im 19. Bezirk unter einen Bus geschwemmt worden von den Wassermassen, die erst gestern ihren schweren Verletzungen erlegen. Also da muss man tatsächlich auch in der Stadt aufpassen, wobei natürlich die zuständigen Quellen sagen, in den nächsten 48 Stunden vor allem bei Waldspaziergängen aufpassen. Denn zum Regen und zu den niedrigen Temperaturen kommt jetzt auch noch starker Wind im Stadtgebiet von Wien, somit bis zu 90 Stundenkilometern. Außerhalb kann es sogar noch mehr sein und logischerweise, wer da im Wald und unterwegs ist, der muss aufpassen, dass ihn nicht ein Ast erschlägt, wenn der Wind den losreißt. Also die Gefahren, die sind durchaus gegeben und auch in vielen Regionen Österreichs, auch in der Steiermark, vor allem allerdings natürlich in Oberösterreich, in Salzburg, ja auch in der Eisenstadt, überall dort hat es schon ziemlich viel Niederschlag gegeben, teilweise auch schon erste Überschwemmungen, aber das war sozusagen nur das Präludium, der große, der Hauptakt, der folgt eben jetzt, wie gesagt, in den nächsten 48 Stunden und möglicherweise wird es da einiges geben, was weggeschwemmt wird, aber auch weggeblasen durch den kräftigen Wind. Hier noch einmal der Hinweis, wer einen Balkon oder eine Terrasse sein eigen nennen darf, der sollte dort nichts rumstehen lassen. Das könnte nämlich bei bei Windböen mit bis zu 90 oder 100 Stundenkilometern sich selbstständig machen und dann durch die Gegend fliegen. Also Niederschlag, niedrige Temperaturen, Wind und in den Bergen bis auf 900 Meter Schnee. Da kann man davon ausgehen, diese Wetterwalze, die rollt ganz gewaltig über Österreich.